Hier haben wir mal einen Kamm. Ein Kamm ist immer bei Langhaarhunden. Oh, Kim, sitzt du gut auf meinem Bein? Warte, danke. Ein Kamm bei Langhaarhunden ist klarsinnig. Es braucht halt einfach ein bisschen länger, ne? Weil wenig Fläche. Wir können ja nicht über die gesamte Fläche bürsten, sondern meistens nehmen wir einen Bereich, weil hier sind die Zacken mit einem breiteren Abstand und hier in einem engeren Abstand. Wenn ich jetzt die Kim nochmal nachbürsten würde, ich nehme jetzt mal meinen Kamm. So, ich setze den jetzt auf und seht ihr, auch hier nehme ich Unterwolle raus. Kann man ganz gut sehen, ne? Es braucht halt einfach ein bisschen länger. Und bitte seid nicht irritiert in der Fellpflege oder wenn das Fell jetzt geworfen wird, haben wir auch mal Schuppen dabei. Das ist wie bei uns Menschen. Bei uns erneuert sich die Haut ja auch mal. Das bürstet ihr jetzt einfach aus und ich habe so einen Hundeföhn, dann puste ich die nochmal aus und dann ist das alles weg. Ne? Also die glänzt nach wie vor. Aber mit einem Kamm seid ihr halt einfach lange dran.